Wer kann es besser? Unser Thermomix oder der Profikoch? Meinst du, du hast eine Chance gegen ihn? Ich bin ja auch eine Maschine. Wir haben einen mutigen Mann gefunden, der den ungleichen Kampf antreten will. Und lecker wird es natürlich auch noch. Und zwar heute auf friesische Art. Natürlich darf ich ohne Rechorn spreget platt, dann blüffelt bis dorn. Zwei Torten, zwei Teams, ein Gewinner im Studio und sogar ihr zu Hause könnt gewinnen. In unserer aktuellen Folge Profimix. Los geht's! Heute geht es um eine typische Tortenspezialität aus Norddeutschland. Friesentorte steht auf dem Speiseplan. Auf geht es zum Duell. Thermomix gegen Profikoch. So, heute heißt es bei uns mal ganz frisch Moin. Wir haben nämlich jemanden von der Küste hier aus Nordfriesland. Ja, moin. Ich bin Markus, komme aus St. Peter-Ording und vom Strandgut Resort und freue mich hier zu sein. Super. Genau. Und was man jetzt schon sieht, wir sind ein bisschen unterschiedlich ausgestattet, denn heute wird es den, also finalen Endkampf will ich jetzt nicht sagen, aber wir wollen uns schon ein bisschen messen, nämlich Mensch gegen Maschine. Ich habe hier gute Unterstützung vom Thermomix und du willst dich da echt drauf einlassen, ja? Meinst du, du hast eine Chance gegen ihn? Ich bin ja auch eine Maschine. Ach, ja. Markus, die Maschine. Ja. Du wirst immer so ein bisschen bewerten nachher, wie so die einzelnen Schritte gegeneinander, Thermomix gegen den Profikoch sozusagen, wie das rüberkommt. Einmal, wie das rüberkommt und wie das Handling damit ist. Man sieht den Unterschied ja schon. Du hast ein bisschen Platz und könntest theoretisch hier vorne noch Schiffe versenken spielen oder Schach oder wie auch immer. Genau. Und ich brauche jetzt schon ein bisschen mehr. Ne? Ja. Aber gewinnen können wir theoretisch beide. Mal gucken, du vergibst nachher Punkte. Wie genau das funktioniert, erklären wir noch. Gewinnen könnt ihr auch. Wenn ihr nämlich viele Kommentare schreibt, dann werden wir unter allen Kommentatoren und Kommentatorinnen verlosen eine Nacht mit Übernachtung und leckerem Abendessen gekocht von Markus im Strandgut Resort in St. Peter-Ording. Das ist was richtig Cooles. Also, das ist eine feine Sache. Ja. Und wir können gleich starten. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. So, wir wollen uns in ein paar verschiedenen Disziplinen battlen. Und die erste ist gleich Platz. Also, hier, wir verbrauchen wenig und du? Ein bisschen mehr, ne? Mit den ganzen Schüsseln. Ein bisschen, ne? Du hast im Endeffekt einen Behälter, den du zwar zwischendurch reinigen musst, aber dann safe hast. Ich bräuchte theoretisch, wenn ich alles separat mache, um es zu lagern, viele Schüsseln. Natürlich ein bisschen vom Platz. Das zweite ist, wenn ich nun ein Küchenhandrührgerät nehme oder eine Küchenmaschine, habe ich den gleichen Platz, kann aber theoretisch nur Teig drin machen und nichts weiter. Da hast du natürlich schon mal einen Pluspunkt auf deiner Seite. Ja, sehr gut. Also wie viele Sterne würdest du sagen? Wir 5 Sterne vergeben wir in den verschiedenen Disziplinen. Wie viel würdest du dann jetzt dem Thermomix schon mal geben? Jetzt von der Platzersparnis hätte ich jetzt gesagt, kriege ich 3, du 5. Oh, wir liegen schon vorne. Was für ein Auftakt. Mit gleich 5 Sternen und ganz viel Vorfreude startet das Team Thermomix mit der Friesentorte. Ann-Kathrin ist zuversichtlich. Schließlich weiß der Thermomix ja genau, was er tut. Eier getrennt, jetzt sind deine dran. Jetzt bin ich dran. Okay, pass auf. Dann schaffe ich mir erstmal Platz, weil ich brauche ja Platz. Du hast ja genug. Guck mal, ich stelle mal was rüber in der Zeit. Aber weißt du was? Ich kann ja schon mal. Genau, du kannst ja schon mal Platz machen. Genau. Machen wir das Ei einfach nur in die Schüssel rein. Und jetzt brauche ich mein Hilfswerkzeug, und zwar eine handelsübliche Flasche. Eine PET-Flasche. Eine PET-Flasche, okay. Genau. Ausgespült natürlich. Mhm. Und dann gehe ich einfach mit der Flasche ran. Ach, wie cool. Und hab das Ei und kann das Ei rückstandslos rausgeflipscht. Rausgeflipscht. Komm, probiere ich auch gleich mal. Ah, doch. Ja, guck mal. Gerettet. Ja, nicht schlecht. Ist ganz cool. Du hast kein Eiweiß mehr dran. Das Ei ist komplett. Super. Siehst du? Du hast keinerlei Eiweißrückstände. Ja. Flupp. Und man kann diese Schalen, die sind ja immer so ein bisschen scharfkantig. Da kann man natürlich immer leicht mal die kleine Hülle um das Ei geben. Genau, so hast du definitiv keine Schale drin und bist komplett safe. Perfekt. Ja, und dann gucken wir mal, weil hast du alles schon fertig getrennt, oder wie? Jetzt können wir ja mal sehen, wer mit dem Eischneeschlagen schneller ist. Na gut, machst du das mit der Hand oder mit dem Mixer? Soll ich es mit der Hand machen? Kannst du das? Klar. Ja, gut. Okay, dann lassen wir es drauf ankommen. Dann will ich mal sehen, Markus, die Maschine schlägt mit der Hand. Und ich setze den Schmetterling ein. Ich bewaffne mich mit dem Schneebesen. Genau. Wichtig ist dabei, wenn man es mit der Hand macht, einen weichen Schneebesen zu nehmen. Okay.
Da gibt es die ganz harten. Okay. Und dann, ich brauche ja weich, ich muss das ein bisschen kontrollieren. Prise Salz. Genau. Kommt bei mir auch schon und mal rein. Und mein Zucker, 200 Gramm. Rinde mit. Also ich brauche 2 Minuten 30 bei 50 Grad und nachher auf Stufe 3. Was meinst du, wäre schneller? Schaffst du das schneller? Ich hoffe, ne? Na, okay, wir schauen mal. Ich werde vielleicht ein bisschen schwitzen. Stufe 3 und los geht's. Hier ist fertig. Genau. Mal gucken. Also deiner ist noch ein bisschen weicher. Und das würde dir aber reichen, ne? Ja. Und meiner ist schon ziemlich. Ich weiß nicht, ob ich mich die Kopfprobe trauen soll. Doch. Hält. Kannst du auch mal. Kannst du den Mixer hier festhalten und so. Ja, hält. Nein. Wie gesagt, der wird nie so steif wie mein normaler Eischnee. Liegt einfach an der Zuckermenge. Okay. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Mhm. Und beim Handaufschlagen ist es halt noch schwieriger, das Ergebnis zu erzielen. Aber so reicht uns das schon. Wird nachher trotzdem schön kross und fluffig auf dem. Ja, super. Ann-Kathrin füllt erstmal Margarine, Zucker und eine Prise Salz in den Thermomix. Markus schlägt währenddessen schon mal die Eier schaumig. Nun das Eigelb in den Mixtopf geben. Mehl und Backpulver. Während Markus seine Zutaten in Handarbeit verrührt. Was man gut machen kann, man kann einfach das Mehl komplett weglassen. Mhm. Und ersetzt es durch Kartoffelmehl. Stärke und einfach gemahlene Mandeln. Mhm. Ist auch ein Wunder. Genau, da kenne ich auch ganz leckeres Schokoladenkuchen. Einfach nur genau. Mit Mandeln dann. Und das war's, genau. Und wie schaffst du das, dass da die Klümpchen jetzt rausgehen? Die Klümpchen? Mhm. Ja, fleißig rühren. Fleißig rühren. Und dann würden wir jetzt die Hälfte des Teiges, kann ich schon mal einfüllen. Fehlt dir doch noch was, oder? Fehlt mir noch was? Ja, mein Eischnee. Ann-Kathrin verteilt die Hälfte des Teiges in ihrer Form. Dann die Hälfte des Eischnees darauf streichen. Ein paar gehackte Mandeln sorgen für Biss. Markus hat natürlich jede Menge Erfahrung. Er füllt 2/3 des Teiges in die Backform und fast synchron schieben beide ihre Formen in den Ofen. Also wenn du jetzt Sterne vergeben sollen würdest, was du bitte sollst, wo würdest du dann Thermomix jetzt gegen herkömmlich sehen? Zeitersparnis? Zeitersparnis beim Teigzubereitung, da bin ich bei maximal 2 und du bei voll, Punktzahl. Wobei man hier wieder sagen muss, dass du auch einen anderen Teig hast. Ja, aber das was das Ergebnis, wenn man es jetzt gesehen hat und so ausmacht, wir einigen uns mal auf entspannt 2:5, ist okay, kann ich mitleben. Aber was jetzt Verteilen angeht und was das Teighandling angeht, da bin ich ein bisschen weiter vorne. Auf jeden Fall. Also ein 3-3. Ja, genau, 3-3. Gut. Erste Etappe geschafft. Wie das duftet, wenn der Boden aus dem Ofen kommt. Beide holen ihre Tortenböden aus der Form und lassen sie auf einem Kuchengitter auskühlen. Am liebsten würde man ihn sofort aus der Form holen, verzieren und servieren. Doch hier ist Geduld wirklich wichtig, sonst geht der Boden kaputt. Gib ihm mindestens 10 bis 15 Minuten Zeit, damit er sich festigen und etwas abkühlen kann. Das ist, wenn ich zu Hause mit dem Backofen arbeite und hole die 120 Grad Bleche so raus, sagt meine Frau, du bist bescheuert. Das war normal, ja. Dafür kann ich aber keine Kälte ab. Das heißt, wenn ich kaltes Wasser habe, denke ich, ja, das mag sein, aber wenn du hier, das ist wie Teflon. Wie Teflon, der Mann ist wie Teflon. Das ist wie Teflon, heiß, ne? Wenn wir ihn jetzt nicht gelöst hätten oder nicht gelöst, dann staut sich halt, wenn du Pech hast, auch ein bisschen Hitze. Deswegen kann man auch einen Kuchengitter nehmen, kann ihn drauflegen, dann kühlt er von allen Seiten natürlich schneller aus. Aber so ist auch vollkommen okay. Ja. Wenn ich ihn jetzt mal backen möchte und möchte, sage ich, ich bin jetzt heute nicht benutzen, sondern ich backe ihn vor, auch ruhig in der Form lassen. Auskühlen lassen und damit Klarsichtfolie einfach in den Abstellraum oder wo man ihn lagern möchte hinpacken. Dann kann man auch am nächsten wunderbar weiterverarbeiten. Das ist kein Problem. Ist genauso saftig. Aber er muss erst kalt sein, ne? Sonst schwitzt er so da drin. Ja klar, wenn du ihn einpackst, wenn er noch warm ist, dann hast du am nächsten Tag unten Schwitztropfen und dann hast du oben weiche. Apropos Schwitzen, ich habe dich ja besucht in St. Peter-Ording und wir haben einen herrlichen Spaziergang gemacht. Aber bei bestem Wetter, ne? Ja, also das Wetter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war stockdunkel im Nebel und plötzlich kam die Sonne wieder durch und so ging das eigentlich immer hin und her. Aber herrlich. Guck mal rein. Friesentorte hat ja auch so eine leicht, herbe Note, dieses Säuerliche. Ist denn der Friese an sich auch eher so ein herber Typ? Wie erlebst du das? Seit 18 Jahren bist du jetzt hier, ne? Ja. Naja, da ist der Name Programm, ne? Also das ist schon so. Wir sind, ich sag mal, die Natur ist kühl, distanziert und erstmal ein Moin, das reicht am Anfang. Knackig und kurz, Moin reicht. Mehr brauchst du nicht. Jetzt hast du gesagt, es war auch, ist ein bisschen schwierig, hier reinzukommen. Wie erwärmt man dann das Herz der Friesen? Ist wie überall, halt ohne Vorurteile, offen rangehen,
so nicht verstellen, das ist das Schlimmste. Also wenn man sich verstellt, ist ja eigentlich bei jeder Gruppe so, wenn du dich verstellst, dann fällt das relativ schnell auf. Aber wenn du dich nicht verstellst, ist es relativ entspannt. Das Wetter hier ist ja auch so ein bisschen, finde ich überraschend jetzt heute. Das sah heute Morgen aus dunkel und diesig und grau. Und plötzlich reißt es auf und ist wieder hell. Und dann zieht es die Leute auch raus. Ich meine, hier kommen immer mehr Gäste hin, die das so lieben. Und dann kommen sie hier hin und sehen, oh, Wetter ist doof, was mache ich, lege ich mich wieder hin. Das ist aber, geht manchmal so schnell hier, oder? Wie würdest du das beschreiben? Einmal geht es sehr schnell, wie ich... Ich sage immer als Faustregel, entweder es ist morgens schön und abends schlecht oder morgens schlecht und abends schön. Die friesische Küche, hat die irgendwas Besonderes für dich? Wie würdest du die beschreiben? Friesische Küche, wir reden jetzt einfach von so Sachen wie alles, was regional vor Ort ist, wie ein Rübenschmaus, Grünkohl, also alles, was aus der Region auch kommt. Wie gesagt, die Friesentorte mit ihrem Pflaumenmus, du hast dann halt wieder Rübenschmaus, Grünkohl, Schwattenkohl auch genannt. Schwattenkohl? Grünkohl. Da macht man auch Schwattenkohl zu. Es gibt tausende Varianten, wie man das nennt. Zurück in der Versuchsküche nimmt sich Markus den zweiten Teig vor. Danach kann auch dieser in den Backofen. Wie ist denn jetzt eigentlich dein Eischnee geworden? Ja. Dann hat er nochmal nachgehärtet. Ja, na, natürlich hast du... den Test. ich habe es nicht ist ganz unbedingt. Ja, Kontrolle ist besser auf jeden Nein, Fall. Nein, der hält schon. Aber das ist auch ganz, wie gesagt, ist auch einfacher, dadurch, dass du ein Biskuit unten drunter hast, der eh schon ein bisschen weicher ist, brauchst du halt auch keinen Baiser, der extrem fest ist, dann kannst du ihn wenig streichen. Du möchtest ihn ja schon gut verteilen können, ne? Mhm. Beide in den Ofen und jetzt von der Zeit her? Von der Zeit her in etwa identisch. Der einzige Unterschied ist, du hast weniger Teig drunter, du hast, also mein Teig ist ein bisschen höher, deswegen brauche ich eventuell einen Ticken länger. Gut. Aber das werden wir sehen. Während der eine Boden auskühlt und der andere Boden im Backofen ist, schlägt Markus mühsam die Sahne steif. Ann-Kathrin widmet sich schon mal der Füllung. Im Thermomix blubbert das Gelee fröhlich vor sich hin. Gleichzeitig verteilt Ann-Kathrin die Kirschen auf dem Boden. Und was macht Markus? Meine Sahne ist jetzt Gott sei Dank fertig. Das heißt, in der Zeit kann ich dann den Topf aufstellen. Während Ann-Kathrin mit Kirschen und Gelee beschäftigt ist, kümmert sich Markus um seine Preiselbeermarmelade. Als ich dich besucht habe in St. Peter-Ording, habe ich dich ja aus der Küche sozusagen rausgeholt, weil da gearbeitet wurde. Fandst du erstmal ein bisschen komisch, ne? Ungewohnt. Mögen wir Köche generell nicht so, nein. Wir sind in unserem Reich und das ist gut so. Hat man gemerkt. Ja, Markus, jetzt sitzt du hier im Restaurant. Das ist wahrscheinlich auch ganz ungewohnt, oder? Wie ist es für dich, hier zu sitzen? Ungewohnt und komisch, weil du immer mit einer Hand zuckt immer nach da, weil du genau weißt, was die da drin machen. Da ist man so ein bisschen kontrollfreak als Küchenchef auch, weil man halt einfach ein gewisses Qualitätsniveau haben möchte. Und wenn du dann, muss man halt auch lernen, das mal aus der Hand zu geben. Und Vertrauen. Aber das finde ich ganz interessant. Ich dachte jetzt tatsächlich, dass du als Küchenchef mehr so planst, was können wir als nächstes kochen, den Einkauf organisierst und so. Du stehst aber tatsächlich auch noch am Herd. Abends, mittags oder immer? Tendenziell den ganzen Tag. Und wir haben es so oft gesagt, ich bin morgens da, bereite meistens das alles vor. Wenn dann nachmittags die Leute kommen, dann ziehe ich mich mal für eine Stunde, eineinhalb Stunden raus wieder ins Büro, mache für eine halbe Stunde was, gehe wieder zurück, mache irgendwas in der Küche und gehe wieder da. Ich kann nie den ganzen Tag hinten sitzen im Büro, dann werde ich wahnsinnig. Aber wenn du kochst, was ist dir beim Kochen wichtig? Wo ist deine Leidenschaft gepackt und wo du sagst, deshalb bin ich gerne Koch geworden? Die Vielseitigkeit, die Möglichkeiten und das niemals endende Spektrum, was du hast, ist einfach so. Deine Küche hier, die du hier jetzt ja auch ein bisschen in den letzten Jahren ja auch etabliert hast, die zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass du regionale Zutaten auch viel verwendest und dass du kein Convenience-Food, also nichts Vorgekochtes und Vorproduziertes sozusagen benutzt. Warum ist dir das wichtig? Ich sag mal so, in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, überhaupt unindustriell fertiges Lebensmittel zu bekommen. Das ist fast nicht möglich. Weil in irgendeiner Weise ist immer irgendwo ein industrieller Schritt dabei gewesen. Wir hier im Hotel verzichten komplett auf jegliche Art von Geschmacksstärke, jegliche Brühpasten. Das heißt, wir haben keinerlei Instant-Soßen, nichts. Wir kochen alles selber. Und wir hier haben uns einfach gesagt, wir machen das nicht. Wir kochen halt komplett so, wie es sich gehört. Zucker, Salz, Zitrone, Pfeffer. Okay, aber dafür weiß eben der Kunde, dass er hier eben ein Essen bekommt, was eben nicht aus der Maschine kommt. Und das merkt man ja auch. Ich meine, jetzt ist es gerade mal ein bisschen leer, aber normalerweise ist es hier knackenvoll. Und das jetzt auch sogar im Winter, ne? Ist gut besucht. Wird immer mehr. Das ist ja der Vorteil und der Reiz an der Nordsee. Als ich meine Ausbildung angefangen habe 2000, war im Winter nichts los.
auch auf Sylt, wo ich gelernt habe, nichts. Das war tote Hose. Da war wirklich so, du fällst, sagen wir mal, in der Nebenstraße Ende Oktober um und wenn du Glück hast, finden sie dich im März. Yeah. Blöd gesagt. Aber heute ist das halt anders, weil es hat sich das Urlaubsverhalten halt auch geändert. Deswegen sind die Hotels auch am Kommen. Weil früher hast du deinen Jahresurlaub immer geplant. Heute in der schnelllebigen Zeit, oh komm, wir haben jetzt weniger Aufträge, mach jetzt schnell Urlaub. Eine letzte Frage habe ich noch. Backen oder kochen, was ist dir lieber? Oh du, Kuchen backen, ja, muss nicht. Alles, was mit Brot, Teigwaren generell zu tun hat, Baguette, Brot, Vollkornbrot, Brötchen, in diese Richtung super gerne. Und pauschal sagen, Backen ist kein Kochen, das ist Blödsinn, weil auch Backen erweitert das Spektrum. Ist einfach so. Oder bist du einfach nicht so ein Süßer? Eher für die salzigen Sachen? Also ich esse ungerne Kuchen, wenn dann höchstens nur Frankfurter Kranz und den auch nur von meiner Mutter. Ist so. Ist wirklich so. Ansonsten bin ich halt nicht so der Kuchenesser, ist wirklich so. Siehst du. Gut, dass wir dich zu einer Friesentorte überreden konnten, ne? So, ich meine, offen für alles, ne? Ann-Kathrin und Markus biegen beide auf die Zielgerade ein. Vorsichtig lösen sie den Deckel von der Backform. Zum Glück hat Ann-Kathrin gut gefettet. Problemlos kommt der Boden aus der Form. Sahne, die muss auch kalt sein, weil sonst funktioniert es nicht immer, ne? Sonst kriegst du die nicht richtig steif. Die muss schon kalt sein. Nun muss auch Ann-Kathrin sich daran machen, Schlagsahne zu zaubern. Ob das klappt? Sie gibt 500 Gramm Schlagsahne und Vanillezucker in den Thermomix und mixt auf Stufe 3, ohne eine Zeit einzustellen. Was ja einfach der Wahnsinn ist, dass du im Thermomix mit solchen Sachen wie gelieren, Sahne schlagen, da kann man ja eigentlich kaum was falsch machen. Das gelingt doch eigentlich meistens immer, oder? Eigentlich ja. Mhm. Also wenn man es genau dementsprechend macht, wie es einem gesagt wird, ist da Gelingsicherheit, genau. Zur Sicherheit gibt sie nach anderthalb Minuten noch Sahne steif dazu und mixt weiter, bis die Sahne fest ist. Aber ganz kurz, in Sachen Sauberkeit jetzt gerade hätte mein Thermomix ja auch noch mal ein paar Punkte verdient, ne? Ein paar Naja, wir müssen nur die Arbeitsflächen vergleichen, ne? Bei mir musst du jetzt in das Kochfeld und eigentlich einmal alles erneuern. Ja, eigentlich muss man komplett. Und bei dir, du hast das Problem nicht. Die ganze Küche. Nee, genau. Stimmt. Okay, also würde ich sagen, 5 Sterne für den Thermomix. Dann sind wir bei, hast du eigentlich mitgerechnet? Naja, du hast in der ersten 5, danach 3. Mhm. Nochmal 5? Nochmal 5. Mach 13. Ich habe 9. Also bist du noch davor. Ich habe noch die Nase vorn. Noch die Nase aber vorn. Wir haben natürlich noch Geschmack und nachher auch Gestalt. Genau. Nicht schlecht. Die Friesentorten sind fast fertig. Jetzt nur noch die Sahne auf die Kirschen streichen. Bisher sind sich beide Rezepte gar nicht so unähnlich. Jetzt geht es ans Eingemachte, der Geschmackstest. Ann-Kathrin und Markus richten ihre Torten an. Optik, Geschmack, wer hat die Nase vorn? Schmeckt man einen Unterschied? Mm. Oh, am Boden ist aber sehr gut geworden. Na? Ganz fluffig. Hier aber auch mit den Mandeln. Mit den Kirschen ist das mal was anderes. Lecker. Wollen wir tauschen? Ich will jetzt ja den Thermomix nicht über alle Maßen loben. Aber das hat er richtig gut gemacht. Ne? Das habt ihr beide gut gemacht. Weil er will nichts ohne dich und du nichts ohne ihn. Das stimmt allerdings. Ja. Lecker. Ich finde beide gut. Also die hier hat noch so ein bisschen mehr Crunch einfach dabei. Mehr durch Crunch, mehr Süße durch die Mandeln. Das war ganz noch eine andere Aromatik. Ne? Der Teig ist ein bisschen fester und die hier ist aber die Fluffigkeit ist leichter. Dafür ist ein bisschen leichter. Das Ergebnis steht fest. Ganz gleich ob Optik oder Geschmack. Beide Torten sahnen die volle Zahl von 5 Punkten ab. Also ich finde, wir haben das beide sehr gut gemacht. Das ist richtig. Wenn man jetzt rein allein die Rechnung betrachtet, würde ich sagen, liegt der Thermomix vorne, hat mehr Sterne geholt. Aber das macht nichts. Du bist dafür viel netter als der Thermomix. Der redet ja nicht, der macht immer nur Diddle. Der macht immer nur dumme Geräusche, ne? Ja, laut. Und ich fand das sehr schön mit dir. Das freut mich. Und jetzt lass uns den Rest auch noch aufessen. Den ganzen Rest? Ja, klar. Okay, alles klar, ich fange an. Ich mach mit. Also, wir essen einfach weiter Torte und können jetzt gleich nicht mehr so reden, weil der Mund voll ist. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Vielen Dank, lieber Markus. Sehr gerne. Und danke nochmal an den Thermomix. Wir sind Gewinnerteam. Ich habe zwar verloren, aber du hattest auch bei dem Ergebnis, ganz ehrlich, vollkommen egal. Gewinn ist nicht alles. Ciao. Tschüss.